So, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Outlast. Jo, ich habe ein bisschen vorspielen müssen, weil dieses Spiel speichert nicht per Knopfdruck, wenn ich sage Speicher, sondern er speichert sich halt, wenn es selber will. Und jetzt haben wir das Problem, wir haben die zwei schon gedrückt. Jetzt möchte ich aber gerne wissen, was in diesem Zimmer hier ist. Und jetzt spielen wir natürlich wieder Katz-und-Maus-Spiel mit unserem lieben Freund hier. Und unser Reporter ist schon ziemlich mächtig nervös, sage ich jetzt einmal. Aber er ist selber schuld, weil ich gehe hier nicht rein freiwillig, ja, wenn ich weiß, was hier vor sich geht. Die Frage ist, wann kommt... Jetzt kommt er raus. Hier ist er. Ich frage mich nur, wo geht er jetzt hin? Weil normalerweise müsste er jetzt quasi hier weggehen und ins nächste Zimmer gehen. Er geht einmal weg wieder. Gott sei Dank sieht er uns hier nicht. Okay, jetzt geht er hier wieder rein. Wenn er hier drinnen ist, kann ich nichts machen, Freunde. Das ist wirklich ein Geduldsspiel. Da heißt es wirklich nur noch warten, warten, warten. Bis zum richtigen Augenblick. Und ich kann euch auch nicht viel erzählen, denn... Ja. Die Spannung selbst ist bei mir ziemlich hoch. Bei Cryo 4 war es halt doch so, dass ich mich wenigstens verteidigen konnte. Und er geht weiter. Er zieht weiter. Das heißt für uns, wir können hier rein. Und hier kann ich mich verstecken. Hier kann ich mich verstecken. Hier kann ich mich drinnen verstecken. Und hoffen, dass er nicht herkommt. Denn hier hat er uns letztens, glaube ich, erwischt. Die Frage ist nur, wo bin ich hier? Kommt er diesmal auch? Also, tja, wie soll ich sagen? Wenn ich eine Waffe in der Hand habe und es kommen solche Gegner, die er sich umbringen kann, bin ich durchaus nicht so angespannt als wie jetzt, weil hier kann ich genau gar nichts machen. Und mein Akku ist bald wieder am Arsch, das heißt, ich wechsle mal schnell. Das Problem ist... Ein. Ich höre ihn definitiv. Ah, hier muss ich weiter. Hier waren wir noch nicht, meine Freunde. Wir haben es ja... Ja, stimmt, genau. Ich kann ja auch über Hindernisse drüber springen. Das... Ja. Electric Room. Ich
hoffe halt nur. Dass hier nicht neue Gegner auf uns warten. Batterie. Hier ist nichts mehr und hier ist der Hebel. Und jetzt, meine Freunde, glaube ich, können wir den Strom wieder anstellen. Und ich hoffe nur, dass hier keine Kreatur auf uns lauert. Alter! Ah. Fick dich, Alter! Wie kommst du daher, Alter? Weißt du, da glaubst du, du bist in Sicherheit. Auf einmal kommt er daher und... Yeah, juhu, ich will noch nur knuddeln mit dir. Alter, Finne. Und dann verhaspel ich mich auch noch mit dem Rennen. So, die Frage ist jetzt, ich muss jetzt da warten. Wo der Typ jetzt ist. Weil mir nutzt es nichts, wenn ich jetzt dorthin renne. Und der Typ ist da. In dem Moment, wo ich die Batterie auswechsel, kommt er. Also das ist wirklich... so beschissen. Alter, wo ist denn der jetzt da? Wenn er jetzt nicht bald auftaucht. Wo bist du? Okay, ich riskier's, Freunde. Jetzt ruckelt's. Was ist da los? Das taugt mir gar nicht. Ach so, ich soll wieder zum Sicherheitsdings die Bumse zurückkehren, ich weiß schon. Was macht denn der da? Alles ruhig. Alles gut. Hey. Alles gut? Ja? Gut? Gut.
Was ist jetzt mit der FPS los, Alter? Hallo? Beruhigst du das Spiel? Das wäre super leiwand. Irgendwie will das Spiel gerade nicht so, wie ich will. Bewegungsunschärfe ausschalten. Das ist geil. Übernehmen. Zurück zum Spiel. Na, endlich einmal. Okay, aber... I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Alter! Was hat denn der uns jetzt gegeben? Das finde ich jetzt nicht so toll, so prickelnd. Meine Videokamera wenigstens. Rest in peace. Vergiss nicht, dass Notizen in deinem Notizblock nur dann hinzugefügt werden, wenn du deinen Camcorder bereithältst. Bla bla bla. Ey cool, ich kann mich unter dem Bett verstecken. Ah! Wie komme ich wieder raus? Ah, so, okay. Ja, irgendwie macht man gerade die FPS zu schaffen. Ich habe keine Ahnung, warum, Freunde, weil... ich glaube nicht, dass es an meiner meinen Grafikeinstellungen liegt. Zurück zum Spiel. Nicht wirklich, also... Optionen, Grafik. Mittel. Gehen wir mal auf Mittel. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, wie gesagt nicht, dass das an dem liegt. Übernehmen. Zurück zum Spiel. Ne, es hakt trotzdem wie Sau. Ich habe keine Ahnung, Freunde, warum es auf einmal so hakt. Ich habe auch ehrlich gesagt... Gibt es auch Ultra? Nö, nur sehr hoch. Na gut, sehr hoch ist eigentlich Ultra. Jo, ich würde mal sagen, ich gehe auf Übernehmen, auf Zurück zum Spiel. Und dann würde ich einmal sagen, ich drücke auf Escape, drücke auf Speichern und Beenden dann und schau mir mal an, was das für ein Problem ist. Das ist jetzt eine Folge, 19 Minuten, das reicht. Und schau mir mal das Problem an. Jo, wie gesagt, Freunde, ich hoffe, es hat wieder gefallen und bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss, wenn es wieder heißt, ruckelfrei Outlast spielen. Tschüss.